aus. Ich habe versucht zu löschen. Okay. Viele Menschen liegen da. Samstagmorgen in Elz. Eine Explosion in einem Hotel schreckte die Bevölkerung auf. Nach ersten Erkenntnissen befinden sich 10 verletzte Personen im Haus. Rund 100 Einsatzkräfte aus Elz, Malmeneich, Hadamar und Limburg sind vor Ort, um die zum Teil schwer verletzten Personen zu retten. Dort wird abtransportiert eine Verletzte. Notarzt und Krankenwagen verlassen das Gelände. Ausführliche Informationen zur Entstehung und dem Ablauf dieser Ausnahmesituation demnächst hier auf Ihrem 50.8 TV.